Hallo Leute, ich bin's wieder, Irene, und heute gibt es wieder einen C-Talk. Und zwar habe ich lange keins mehr gedreht bzw. hochgeladen. Deswegen gibt es heute wieder eins. Auf jeden Fall, ich fordere euch meistens immer auf, mir Fragen bzw. Situationen auf Instagram als DM zu schicken. Dieses Format ist komplett anonym, also keine Sorge, ich werde hier keine Namen erwähnen und sagen, Jennifer hat am 19. keine Ahnung was geschrieben. Der und der Typ so und so. Nein, werde ich auf gar keinen Fall machen. Also keine Angst. Ich lese dann die Nachricht vor und gebe dann meinen Senf dazu. Und in den Kommentaren fordere ich euch auf, euren Senf dazu zu geben. Damit die Person das einfach lesen kann, ein paar verschiedene Meinungen hat. Und ich glaube, manchmal tut es ganz gut, wenn eine Person, die die Situation nicht direkt kennt, einfach seine Meinung dazu gibt, weil man... ich weiß nicht warum, einfach, das tut einfach manchmal sehr gut. Also, fangen wir an. Falls du mir auch eine Nachricht schreiben möchtest, mein Name auf Instagram ist Irene Asamoah Official. Dort kannst du mir, wie gesagt, einfach schreiben. Sie schreibt, also es geht um einen eigentlich ganz netten Boy, der auch ganz cute ist und sich auch schon oft mit mir verabreden wollte, aber schon zum dritten Mal abgesagt hat und immer einen Abend vor dem Treffen. Also zuallererst finde ich das mega rude, das ist unverschämt. Aber okay, egal. Mittlerweile geht es mir auf die Nerven, aber dennoch finde ich ihn ganz nett und würde ihn genauer kennenlernen. Ansonsten kenne ich nur von meinen Nachforschungen, aka von meinen Stalkings. Nein, ansonsten kenne ich ihn nur von meinen Nachforschungen und aus meiner Schule. Er ist knapp 2 Jahre älter als ich. Die Gründe für das ständige Absagen ist meistens wegen seiner Familie oder wegen der Musik. Was ich auch verstehe, weil ich ihm nicht dazwischen drängen möchte. Meine Mädels sagen, ich soll ihn abschießen, weil er das totale Klischee eines Fuckboys erfüllt. Aber naja, keine Ahnung. Das letzte Mal, als er mich wieder sitzen gelassen hat und es sogar zum Streit kam und ich dann einfach meinte, wenn du keinen Bock drauf hast, dann lass es einfach. Also ich war richtig mad, weil ich mich so verarscht gefühlt habe. Er ist mit seinen Romanen, die er dann immer schreibt, komplett ausgeflippt. Okay. Indem er meinte, wie wichtig es ihm doch sei, sich mit mir zu treffen und so weiter und so weiter. Ich weiß nicht, ob ich noch eine Chance geben soll oder es lassen soll. Also, wenn er wirklich einen Roman geschrieben hat und er meinte, oh, ich finde es so wichtig, mich mit dir zu treffen und bla bla bla, dann gib ihm noch eine letzte Chance. Wenn er dann wieder einen Abend vorher absagt, dann schieß ihn clean to the curve und vielleicht haben dann deine Mädels auch einfach recht, dass er vielleicht ein Fuckboy ist oder dass er einfach spielen oder nicht ernst ist. Weil immer einen Abend vorher absagen ist doll. Also dieses Absagen, manchmal kommt einem wirklich was dazwischen und man will wirklich sich mit einer Person treffen, aber es klappt halt einfach wirklich nicht. Aber immer einen Abend vorher ist so, Also und vor allem, wenn ich absage, dann ist es so, oh, tut mir leid, ich kann wirklich nicht. Aber wie wäre es mit nächste Woche? Punkt, Punkt, Punkt. Also wenn er wirklich nur absagt und absagt, dann... Aber wenn er absagt und sagt, tut mir leid, ey, es klappt wirklich nicht, ich wollte mich unbedingt mit dir treffen, aber wie wäre es mit nächsten Montag statt diesen Samstag? Irgendwie sowas. Also, wenn er dir eine Alternative gibt, finde ich das immer gut, dann zeigt das auf jeden Fall Interesse. Aber dieses nur absagen und dann absagen ist scheiße. Gib mir noch diese eine letzte Chance, wenn er das wieder vermasselt, dann plenty more fishes in the sea, girlfriend. Also, es gibt echt bessere Jungs. Und diesen Roman, den er dir geschickt hat, von wegen... dass es ihm so wichtig ist. Ja, wenn es ihn... Okay, ich weiß jetzt nicht, in welcher Zeitspanne das war. Wenn es ihm aber so wichtig wäre, dann... Ne? Ja. Okay, hier haben wir noch einen C-Talk, beziehungsweise noch eine Nachricht. Und zwar schreibt sie, ich bin seit einem Jahr mit meiner Freundin... Achso, er! Wir haben einen Jungen! Er schreibt, ich bin seit einem Jahr mit meiner Freundin zusammen. Soweit läuft alles gut. Nur hat sie hin und wieder Kontakt zu einem Typen, was mich total stört. In Klammern, kennt ihn seit 10 Jahren. Bevor wir zusammen waren und uns kennengelernt haben, habe ich sie zu einer Veranstaltung eingeladen, wo ich aufgetreten bin. Sie war die ganze Zeit mit dem Typen, Strich, Punkt, Strich. Ich konnte leider nichts machen, musste nämlich aushelfen. Im Nachhinein musste ich erfahren, dass er sie nach Hause gefahren hat und die beiden noch 1,5 Stunden im Auto gechillt haben und dann noch ein Kuss gefallen ist. Warte kurz. Wir waren zu dem Zeitpunkt, wir waren zu dem Zeitpunkt nicht zusammen. Trotzdem war er mir ein Dorn im Auge. Während unserer Beziehung war er leider gelegentlich Thema und zwar immer negativ. Sie musste ihn unnötigerweise immer beschützen. Trotz 10 Jahre Freundschaft habe ich ihn noch nie kennengelernt.
Einige ihrer Freunde, auch Männer, habe ich kennengelernt. Ich bin recht locker, was das angeht. Also Männerfreundschaften während einer Beziehung, wenn ich die ebenfalls kennengelernt habe und die korrekt sind, habe ich absolut nichts dagegen. Das, was mich so abfuckt, ist neulich passiert. Und zwar seine Aussage. Bah, was willst du mit dem Ghana? Oh! Was willst du mit dem Ghana? First of all, put some respect on my country's name, eh? Und zweitens... Oha! I'm shocked. Achso, ich gehe davon aus, dass das Mädchen aus Kongo kommt, weil er jetzt schreibt, hast uns Kongolesen verraten. Irgendwie so ungefähr in Klammern. Und so Kleinigkeiten, die sich mittlerweile häufen. Ach ja, sie ist ja traurig, dass die beiden nicht mehr so den Kontakt haben. Er meidet ihn, weil sie in einer Beziehung ist. Er will Stress vermeiden. Finde ich stark, so gehört sich das auch. Nur die Dumme sucht dann wieder den Kontakt. Hilf mir, ich bin ratlos, mir zuliebe will sie ja anscheinend nichts tun. Er schreibt noch, mach weiter so mit C-Talks-Videos, reicht langsam mit Make-up und Wigs-Videos, hast auch männliches Publikum. Diese Aussage am Ende finde ich geil. Also Dankeschön, ich wusste nicht, dass, also das hat noch kein Junge mir beim C-Talk geschrieben, deswegen finde ich das cool, dass du schreibst. Also ich bin ganz ehrlich, ne? Vielleicht will das Mädchen auch einfach nur nett sein und 10 Jahre Freundschaft hier und da. Aber das klingt jetzt richtig hart, aber ich denke als Mädchen, wenn du wirklich, wirklich, wirklich diesen einen Mann hast und diesen einen Mann willst, dann muss man halt bestimmte Sachen aufgeben. Ich sag jetzt nicht, dass man Freundschaften, 10 Jahre Freundschaften aufgeben muss, aber wenn dieser Typ schon so mit, was willst du denn mit diesem Ghanaer kommt, dann ist es so auf den, like, girl, like, he's disrespecting your man. Und außerdem soll dein Mann ja, also Freund, Mann, was auch immer, ein Teil von dir sein. If you disrespect my man, my nigga, you disrespecting me. Also, das ist so... Ich find's ein bisschen doll, dass sie trotzdem den Kontakt sucht, weil ich persönlich... Das hätte mich angegriffen, also es hätte mich persönlich angegriffen, wenn jemand zu mir sagt, oh, was willst du denn mit den Ghana und ne. Dass sie das so kalt lässt, finde ich... ein bisschen komisch. Ich denke auf jeden Fall, du solltest die Freundin mal richtig hinsetzen, fragen, ist es das Richtige? Willst du mich überhaupt noch? Wie siehst du mich? Wo siehst du das Ganze? Ihr seid ja schon in einer richtigen Beziehung. Frag sie einfach, ist es immer noch das, was du möchtest, weil du verhältst dich ein bisschen, ne? Und wenn mich jemand disrespectet, dann geht das auch gar nicht. Das würde ich ihr mal, ich würde ihr mal die Punkte aufzählen, die dich stören. Und dann sie einfach mal ganz ehrlich fragen, willst du das überhaupt? Das Problem in der ganzen Sache, sie könnte jetzt sagen, ich weiß nicht. Und für mich ist, ich weiß nicht, schon eine klare Antwort. Wenn ich dich frage, willst du mich und du sagst, ich weiß nicht, und du sagst nicht ja, dann ist es für mich gleich ein Nein. Also, so Leute, falls ihr mir auch eine Nachricht für den C-Talk schicken wollt, dann folgt mir auf Instagram. Mein Name ist Irene Asamoah Official. Und dann ja, abonniert meinen Channel, gebt dem Video einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat, wie immer. Und dann sage ich tschüss, bis zum nächsten Mal.